Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir befinden uns beim Aufbau des Ghostbuster Hauptquartiers zum 6. Entsprechend Türe 6. Tobias ist natürlich wieder dabei. Juhu. Okay, gehen wir es an. Gehen wir es an. Ah, wir drehen das ein bisschen direkt so. Das war, genau. Perfekt. Sieht immer so wenig aus und dauert dann doch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, wegen den ganzen kleinen Teilen. Ja, ganzen kleinen Teilen. Ist okay. Gut, diesmal hole ich euch direkt nach. Ja. In der letzten Folge. Passiert. Schnuppi, 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 schnuppi. Die tue ich mal beiseite. Sieht wirklich nicht viel aus. Schauen wir mal. Da. Wir fangen mit dem an, womit wir aufgehört haben. Ja, richtig, mit denen hier. Ja, die werden noch ein paar Mal kommen. Die werden noch einige Mal kommen, weil die Außenansicht halt so ist. Ja. Aber ist auch schön. Verziert ja quasi das ganze Haus. Genau. Das macht es für uns einfacher, wenn wir Fehler machen. Wissen wir schon, wo wir liegen. Genau. Fertig. Fertig. Nächste Tüte. Ja, genau. Fuck you, also die Eier sind schon nicht mehr so leicht. Na? Na, richtig. Ich rieche. Ich auch. Richtig. Ich auch. Aber es sind, das ist wirklich Nummer 9. Das gibt's doch nicht. Immer noch sehe ich eine Tüte. Ja, die rote schon mal drauf. Der Punkt ist auch richtig, also. Wir brauchen 5 Stück davon. Ja. Ja. Guck mal. So viel zum Thema, ich hab doch nichts übersehen diesmal. Aber die ist auch klein. Der will mich mal verarschen. Immer will er mich verarschen. Immer das selbe. Das ist eigentlich. Mhm. So, jetzt haben wir auch die genug. Jetzt haben wir auch wieder mehr Teile für die Folge. Juhu! Genau. Ja. Aber es ist echt schwierig, die. Also sortiert euch die vor. Die Tüten. Ja, aber nur die Tüten, nicht den Inhalt. Nur die Tüten, ja. Haben wir auch schon gesehen, Inhalt vorsortieren, das macht es irgendwie weniger spannend. Man muss auch ein bisschen suchen zwischendurch. Richtig, finde ich auch. Das gehört irgendwie dazu. Ja. 6. 5. Nicht 6. 5 ist noch richtig. Du hast gerade den 5. gesehen. Achso. Wir bleiben jetzt auch dran, die Thematik ändert sich nicht. Nein. Immer noch das Haus. Es ist immer noch Ghostbusters. Wir bauen hier nichts anderes. Wir kriegen nichts anderes. Ich bin mal auch gespannt, was das so noch, was die hier beigetan haben. Das Haus sieht man ja nicht so viel. Ne? Also den Inhalt, sag ich mal. Das ist korrekt. Man sieht hier sein Forschungslabor, sieht man ja, aber was es da noch so gibt. Man sieht das Labor, genau. Die Schlafzimmer natürlich. Ein Billardtisch, theoretisch. Ja. Wo der Toaster am Tanzen war. Stimmt, stimmt. Wobei ich nicht glaube, dass wir noch einen Billardtisch brauchen. Wer weiß. Na, man weiß es nicht, das stimmt. Also Lego ist ja immer detailverliebt, oder? Also. Das ist korrekt. Schauen wir mal. Es wird noch spannend. Nee, das viele spielt sich halt außerhalb des Hauses ab, das ist richtig. Mhm. So. Demnächst kommt noch Dennis Apartment. Nein.
Ja, nein. Nein. Das ist zu viel des Guten. Ich glaube nicht. Also das, die Hauptsachen haben wir ja jetzt rausgebracht. Das Wobei Auto die Gozer-Szene an sich auch nicht schlecht, mit diesem Tor hinten dran. Stimmt. Das wäre noch ganz cool. Das könnte das auch nicht. Und ich glaube, diesen Puffy-Man, den gab es schon mal hier. Den Marshmallow-Mann, da gab es wohl auch schon mal irgendwas, ne? Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch nur eine Lego-Idee gewesen sein. Was machst du? Ich weiß nicht, ich meditiere. Warte, lass mich den eben raussetzen. So. Und nochmal. Und nochmal. Aber diesmal flacher, okay. Ja, diesmal kommt flache. Ja. Aufpassen. Aufpassen. So, ein Zweier und dann noch ein Zweier. Ich bin mal gespannt, wie hoch der Raum wird jetzt. Ich glaube nicht, dass noch viel mehr kommt. Also hier ich ist, weil das ist auch so eine Ja, Grenze sieht auch hier, aus ne? wie eine Kante, ja, richtig. Und das Ganze noch zweimal. Dreimal im Grunde. Einmal für die andere Seite. Genau. Und dreimal und dann irgendwie. Viermal sozusagen. Da. Ja, genau. Hast du die in der Mitte schon? Ne, die habe ich schon gemacht. Ne? Bei dir auch? Da ist, ja, da habe ich. Okay. Aber hier fehlt ja, ja der Zweier fehlt mit. Noch. Das ist korrekt. Mit Blättchen. Mit Blättchen. Gut, haben wir auch Blättchen. Alles klar. Oh, Wände stellen. Liebe Wände stellen, das geht so schnell. Ja, das sind so einige Sachen, die vielleicht von der Hand gehen. So, wenn man da Fehler macht, dann ist man wirklich. Und dann muss man echt schlafen. Sleeping. Da ist ja einer. Fertig. Das war gut. Nochmal. Wie nochmal? Ja, die roten, ja. Muss ja abgegrenzt sein. Jetzt kommt da ein Dreier hin, oder was? Nehmen Zweier. Zweier da. Zwei Einer? Das ist aber komisch. Ja, das hatte ich ja vorhin auch schon mal sowas ähnliches. Merkwürdig. Vielleicht haben sie sich gedacht, dass von der Produktion so viel über. Ach so, die hast du schon. Hm. Ja, man muss auch richtig hingucken. Was denn? Hast du wieder nicht aufgepasst? Richtig. Aha. Aber gemerkt. Gut. Aufgemerkt. Na, komm schon. Oh, ich hab mein Glas auf dem Tisch stehen, das geht ja gar nicht. Die sehen, dass du was trinkst, wie geht das? Das ist ja menschlich. Das geht ja gar nicht. Noch ein Lego-Männchen, ich trinke nicht. Hier ist alles super. Seht ihr? Ja, genau. Großartig. Das war auch in einer Folge von Big Bang Theory, ne? Hier ist alles super, hat dann Chad Leonard gesungen. Ja, ich weiß also, den Zusammenhang nicht, aber ich, ja. Ja, ich weiß den jetzt auch nicht mehr. Das war aber eine neuere, ja, genau, richtig. Spoiler-Alarm. Genau. Das war's schon hier, ne? Oh, was kommt jetzt? Das sieht ja geil aus. Gehört bestimmt zum Klappmechanismus. Von wegen Toilette. Ja. Ja, hätte ja sein können. Das hätte durchaus sein können. Mhm. Ja, wo ist das? Was denn? Das da. Wo ist es? Das da. Jetzt hast du noch diese zwei. Ja, die habe ich. Ach, die zwei anderen hast du schon? Ne, diese Ärmchen da. Achso, diese goldenen, ja. Die fehlen auch noch. Da sind die. Ach so, ich hätte noch was ganz anderes gesucht. So, steckst es hoch, dann kann ich schon mal. Ach so, so rum. Naja, die Ärmchen greifen da rein in dieser Stange da. Aha. Okay.
Was immer das wird. Wenn du das hochknickst, dann sieht das aus wie. Weiß ich nicht was. Wie eine Heizung oder so. Vielleicht kommt da noch was dran, genau. Spannend. Lass mich mal bauen. Dreimal müssen wir es bauen, also. Ja, dann hau rein. Von wegen hau. Ne? Was denn? Nix. Also gut. Wollen Sie schon wieder kritisieren? Das kommt bestimmt nur die Stange dran oder so. Ja, schauen wir mal. Dreimal glaube ich nicht. Nee, dreimal glaube ich auch nicht. Also, ist ja schon ungewöhnlich. Flacher einer da. Ach so, da kommen wir noch mal rein. Wieder mal eins von diesen komplizierteren Dingen. Ach, das geht. Wir haben schon mal komplizierte. Seit dem Auto gibt's nichts mehr kompliziertes. Das Auto war das Nonplusultra. Wirklich. Ich frage mich nur, was das wird. Ja, frage ich mich auch. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, der ist auch ein bisschen instabil. Oder? So, dann umdrehen und dann noch. Nee, so die. Ich habe mein erstes Mal gleich fertig. Ich suche gerade ein bestimmtes Teil wieder mal. So diesen weißen abgeschrägten. Den ich nicht finden mag. Da ist einer. Ja, das ist ja klar, wer das erste zuerst fertig hat, darf den zweiten bauen. Das ist ja Tradition. Wie? Schön. Ach, sind die Betten. Betten sollen. Ja. Haben die Betten da drin? Ja, sicher. Guck doch. Sieht aus wie ein Bett. Danke schon, ne? Aber wieder nur drei. Also der Vince, der lebt da gar nicht drin. Obwohl er dort steht. Komisch. Winston, was hast du los angestellt? Vielleicht kommt das auch in einer anderen Tüte, weil es ja nur die Hälfte des Raumes. Kann natürlich auch sein. Das sind die Betten. Aber das ist eine schöne Idee, muss man sagen. Die ist gut. Ja, das ist halt, man sieht am Anfang nicht immer gleich, was es gibt. Nee, erst wenn man zusammengesteckt hat. Die kommen bestimmt da drauf. Die kommen da drauf, ja. Was nicht funktioniert. Müssen wir gleich mal gucken. Also die Vermutung liegt nah. Vielleicht kommen ja auch wo ganz anders hin. Wer kann das schon sagen? Der Entwickler. Das habe ich mir so. Der Entwickler. Tam, tam, tam. Ja, richtig. ja. Na, wo steckst du? Brauchst du den hier? Nein. Ich kann da das andere schon mal bauen. Welches andere? Das da hinten. Was ist gleich noch am Bruststück? Ach ja, schon wieder. Jedes Mal will ich den tiefer dann nehmen. Echt. Dreimal die Betten. Toll. Schön, schön, schön.
Aber die kommt tatsächlich da. Die kommt tatsächlich da drauf. Ja, dann fummel das mal da rein. Oh. Oh nein. Das war Peters Bett. Aber der schläft bei Dana. Das ist okay. Die sollen da ganz weit an der Wand, denke ich jetzt auch, ja. Ja. Bitteschön. Ziemlich beengt. Liegen die da? Na, drei Männer in bester Verfassung. Das muss eng sein. Umziehen brauchen sie nicht, schlafen in ihren Anzügen. Ja, stimmt. Die Zimmer von Lisa hat immer noch nicht. Muss er ganz umklappen? Die gehen auch ganz umklappen. Ja, das geht, ist klar. Und wir kriegen noch einen Nachttisch. Nachttisch? Wo Nachttisch? Nachttisch. Dazwischen, ne? Ja. Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Wenn schon, denn schon. Oh, was ist das? Das kannst du jetzt mal machen. Eine Konsole. Yeah, die haben doch diese Zocker-Konsolen da oben stehen, ja. Ja, diese Arcade-Maschinen, ne? Ja, richtig. Stimmt. Daran stimmt, denkt man gar nicht so, ne? Nee. Die sieht man auch nur kurz. War das denn im ersten Teil? Im ersten Teil war das. Da sieht man die da hinten stehen, so in der Reihe. Mhm. Ja, in dem einen Videospiel kommen die kurz zur Geltung. Mhm. Haben sich ja damals gedacht, wenn wir schon keinen dritten Teil machen, machen wir wenigstens noch mal ein vernünftiges Videospiel. Aber das hat mir nie so gefallen wie das Klassische, auch wenn sie auf dem Klassischen immer alle rumreiten. Ich fand das gar nicht so schlecht. Muss ich immer. Hattest du eine Karte von der Stadt? Hm. Und dann kamen immer Geister. Und wenn ein Haus blinkt, musstest du da hinfahren. Und auf dem Weg am besten noch Geister einsaugen mit dem Staubsauger auf dem Dach. Ist das wohl die Platte hier, die da rein muss? Ja, klar. Oder eine Fensterscheibe. Moment. Das ist eine Fensterscheibe. Ja. Weil da so Stifte dran sind oben und unten. Aber die sehe ich ja nicht. Kein Glas. Kein Glas. Sieht aber aus wie Glas. Sieht aber aus wie Glas. Weil so Stifte dran sind. Richtig. Oder haben wir noch was anderes mit Stiften? Das ja auch nicht, ne? Und vor allem soll ich die noch bekleben? Das war nämlich. Ja, sonst kriegst du die ja nicht da rein. Das hat wohl schon seinen Grund. Nix. Aber wir haben auch ein Glück heute, ne? Ja, heute ist wieder der Wurm drin. Das war schon mal besser. Ja, man. Weiß ich nicht. Findet sich vielleicht noch. Ein Fenster, einmal Glas. Oder hast du hier schon? Das Fenster habe ich ja. Das ist nur der Rahmen, ne? Ja, wie immer. Muss ja immer zusammenstecken. Wir haben auch keinen übrig von anderen Tischen. Ja. Magst du den Fenster woanders rausnehmen? Wenn du einen Rahmen findest, kannst du es im Nachhinein noch reinsetzen. Stimmt. Wenn das geht.
Das reinsetzen im Nachhinein, klar geht das. Gib mal das Fenster, wo wohin da, du raus sitzt. Weil da kommst Obwohl, du, da kommen wir nicht mehr ran, ne? Doch sicher. Warum sollst du da nicht dran kommen? Das ist doch außen. Kommst du super dran, ist doch kein Ding. Stimmt. Das ist kein Problem. Na, wenn du es hast, drückst du es mit dem Finger einfach rein und gut. Ja, richtig. Nummer 19. Nummer 19, die 43. Die 43, bitte. Mit. Ach nein. Doch. Das ist ja wohl jetzt. Nee, stopp. Ja, da ist es. Von wegen Glas. Das ist aber auch verwirrend. Nimm es lieber raus. Ich glaube, das ist einfacher, wenn du es nochmal rausdrückst. Eieieiei. Das ist aber auch schwer zu erkennen. Das sieht aber auch aus wie Glas. Ja. Vor allem, weil das wieder so ein Stift ist, so ein Ding ist, was man so nicht kennt, ne? Ja, das sind Bauen Sie jetzt! Na ja, komm. Ich meine, ist das Teil da? Das ist schon mal. Aber warum sollen Sie es auch durchsichtig machen? Schließlich ist es beklebt, so wie du schon sagst. Ne? Ja, das hat mich ja auch dann gewundert, ne? Ein beklebtes Ding tun sie dann dahin. Mhm. Das wäre schon ungewöhnlich. Ja. Naja, wir haben die Rätsel gelöst. Alle Rätsel. Ja. Manche Rätsel lösen sich erst im Nachhinein. So. Besser als gar nicht. Das stimmt. Kannst ja schon mal die Teile raus, so da. Was machst du denn da? Ach, das ist so. Weißt du, wenn ich das mache, dann mache ich das ja auch. Ich weiß sowieso nicht, wo du gerade bist. Ja, stimmt auch wieder. Ich kann ja die Kamera da hinten mal machen. So, dann darf ich die Teile auch noch bekleben, wie das aussieht. Ja. Mhm. 18 und 23. Und vorne auch noch. 18. Und 23. Die Joystick, den Joystick. Also sehr schöne Maschine. Ja, ist auch direkt den Fuß. Ja. Also ich denke, das ist durchsichtig, das ist nicht grau, oder? Das ist durchsichtig, mhm. Auf jeden Fall. Beim Grauen haben wir auch noch jetzt. Nee, das ist durchsichtig. Kommt in die Ecke. Der kommt hier in die Ecke. So, eigentlich. Geht nicht besser. Das ist ein kleines Kaminfeuer. Vermute ich auch mal. Ach so, kommt das. Flammen habe ich hier. Die Flammen und dann diese braune Blume hier. Ach, eine Blume ist das. Hm. So, oh, schön. Das sieht man auch hier. Also ich erkenn's. Okay. Und den flachen Einer hast du auch hier. Bei dem. Ja, der kommt vorne rein, ne? Der kommt bei dem mal rein. Ah,
Warte nur wie, aber reinlegen. Einfach reinlegen, ja. Komm schon, dann wird es richtig hoch. Ja, versuchen zumindest. Nein. Ich sag ja versuchen. Dann so, genau. Okay, das muss blättern. Ich baue schon mal hier die rechte Seite. Okay. Ist ja wieder diese Kisten. Die haben wir auch überall stehen. Da haben wir nicht alles ausgepackt. Ey, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ja, ich denke mal Umzugskartons. Meinst du? Haben wir nicht alle noch nie ausgepackt. So. Und jetzt brauchen wir wieder die Deko. Das ist auch schön gemacht, ne? Extra Tüte nur für Deko. Also extra nummeriert. Komplett. Für nur ein Röhrchen. Röhrchen. Da. Das hier, oder? Was hast du denn da? Ja, danke. Den habe ich gesucht. Passt farblich besser. Passt farblich besser, ja, sehe ich genauso. Wieder so eine Säule. Hm. Ja, wobei das schon der Kamin ist, nämlich. Mhm. Okay, die soll auch höher sein. Okay, das passt. Soll höher sein, ja. Gut, gut, gut. Jetzt kommt der Kühlschrank. Okay. Mit Pizza drin und so. Süß. Oh, hier guck, haben wir die Milch von Quickie Markt wieder. Ja, genau. Quickie Markt Milch. Cool. Falsches Universum. Ich find's gut. Ja, natürlich ist es toll. So, Gimmicks von anderen Teilen können wir ruhig machen. Joa. Kommt Knecht Ruprecht als Geist wieder. Oder Snowball. Snowball, genau. Die eine Tür muss ich bekleben, die hier. Nummer 17. Nummer 17. Was sind denn die? Da sind Einkaufszettel. Ach, das ist der. Oh Gott. Okay, das erklärt einiges. Den Kühlschrank zusammen. Okay. Ja, sogar mit Tiefkühlfach, mit Pizza drin. Oh. Nein! Das war die Tür. Wenn du eine fertig hast, geh ruhig, ja. Ja, du brauchst ja beide. Die kommen ja dann nebeneinander und dann wird der das so dran gemacht. Genau. Moment, warte mal. Und von der anderen Seite kommen ja auch diese. Ja, ja, da gucke ich gerade, weil das gerade noch nicht so offensichtlich war. Aber die halten nur auf der anderen Seite. Hm. Okay, und da ist jetzt Zeugs drin, oder? Ja. Okay. Oben Pizza und unten. Wow, ist das eine Pizza? Käse und Milch. Also Schleimer hat wohl den Rest gegessen.
Der kommt dann noch auf dieses freie Feld. Cool. Schick, schick. Jetzt kommt die Küche weiter. Ein bisschen Deko-Zeugs. Küche. Den hast du schon. Dann kommt da noch was hin. So. Zwei Eimer. Genau, zwei Eimer aufeinander. Genau. Ah ja, die bleiben frei, okay. Und dann nochmal zwei Eimer. Warte, 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 warte. Alles gut? Nein, noch nicht. Doch. Nee. Was fehlt denn noch? Oder? Doch, dieses hier. Dieses braune. Ach, dieses braune, ja. Da ist es, genau. Dann eins, was um die Ecke geht. Stimmt, das habe ich gerne gesehen. Und dann noch einen flachen braunen. Anlaufen. Ja. Genau. So, dahin. Primat. Primat, ja. Oh, den Backofen. Nee, Kaffeemaschine oder was auch immer. Auf jeden Fall baue ich das. Ich baue hier die andere Seite. Mit Kleben und so. Nummer 9. Nummer 9. Pizza. Pizza. Die bestellt sich ja Slimer gerne. Also ich kann durchsichtigen Zweier. Ach, das ist der. Okay. Ja. Weniger Stein des Wendes und schwieriger Film. Also. Ja. Wir hier unseren vom Turm die Spitze. Ach so, ja, die hatte ich vorhin schon mal gesehen. Ja, die taucht auch immer wieder gerne auf. So, Kaffeemaschine habe ich auch. Und dann noch eine Pfanne. Was ist die Pfanne? Da ist die Pfanne. Die ist ja süß. Hm. Kaffeetasse. Und dann Lehrer. Alles voll mit Zeugs. Ja, und Deko gehört ist ja auch wichtig. So, da hast du was. Mhm. Diesen komischen Stein schon? Ne. Da. Keine komischen. Das ist die Dunstabzugshaube. Komischer Stein. Ein komischer Stein ist das. Was machst du hier? Achso, du bist da vorne schon. Ja. Ja, da ist der zweite. Achso. Ja, denn. Sonst vermisst du ihn. Ging ja nicht. Ach, die liebe Güte. Ja, das kannst du ja mal machen. Das sind Dosen. Dosen. Getränkedosen. Getränkedosen, ja. Da haben wir auch wieder diesen Aufdruck. Cornflakes. Die hatten wir schon mal gesehen heute. Cornflakes? Das sieht aus wie eine Cornflakes-Schachtel. Stimmt. Was Cornflakes. Zweimal die Gläser dann, genau. Wobei der eine, glaube ich, auch einen gläsernen Deckel hat, oder? Nee, der nein. Nicht. Gläserne Unterding und dann so einer. So ein Deckel, genau. Zweimal dasselbe, okay. Obwohl hier das vom Bild so ja, aussieht, das ja. Das ist genau der Punkt, ja. Irritierend ist, ja. Aber der Lichtfall anders. Genau. Sitzt er drauf? Ja, das sitzt er da drauf. Ah, jetzt, okay, gut. War nicht richtig drauf. Boah, so. Die Güte haben die Zeugs, ey. Ich
mach das hier auch mal. Hallo, es ist ein Vier-Personen-Haushalt, die müssen Zeugs haben. Die brauchen Zeugs. Die brauchen Zeugs. So sieht's aus. Aber du lässt auch mal viel Spielraum für Interpretation. Was baue ich hier gerade? Ja, das ist auch was Gutes. Ja, noch ein Pott. Nochmal Schüsseln. Okay. Wo hast du da jetzt gewohnt? Abzugshaube. Die Abzugshaube, ne? Genau. Ja. So. Juhu. Jetzt kommt nochmal eine Reihe Steine. Ach so, dann das passt. Endlich mal wieder Steine bauen. Ja, nicht nur Deko, auch Gebäude wird gebaut. Irgendwas war da doch noch. Ach ja, wir haben ja noch ein Haus. Hm. Ach, ein Zweier kommt da auch hin, deswegen. Müsstest du einen Vierer über haben. Genau. Perfekt! Ja, wieder ein bisschen. Ja, aber nicht das, übrig. Was du brauchst. Zieh euch weg, ich halte den Tisch decken. So sieht's jetzt von innen aus. Voll mit Zeugs. Ja, mit Betten und Spielkonsole und Feuerchen. Aber noch kein Tisch. Kommt noch, kommt noch. Bestimmt. Tüte 7. Schätzungsweise. Ja, vermutlich. Ja. Alles klar. In diesem Sinne. Bis dahin. Bis denn. Tschüss.